Hallihallo Leute und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal hier. Heute mal nicht auf der Duke wie einfach sonst jedes Mal, sondern mal auf einer CBR 500R, eine Honda. Ist, glaube ich, ein Jahrgang 2014, wenn ich richtig bin, also das erste Modell eigentlich. Halt diese 48 PS, also A2 tauglich. Und das Ganze habe ich von meiner Freundin geklaut. Und zwar einfach deshalb, weil ich letztens mit dem Motorrad eine Runde gedreht habe. Und ey, es ist so amüsant, ganz ehrlich. Das ist halt eine Limited Edition hier, die wurde, glaube ich, irgendwie maximal einmal verkauft oder so. Also das ist, glaube ich, die einzige. Das ist die Bodenschlürfer-Edition. Ja, also in diesem Fall wirklich, das ist sowas Geiles, so eine Bodenschlürfer-Limited Edition. Genial, also wirklich. Boah, ich freue mich wieder richtig drauf zu fahren. Oh nein, meine Freundin wird mich umbringen. Also diese Honda hier ist wirklich recht tief gelegt, darum die Bodenschlürfer-Edition. Weil, ihr werdet das Ganze nachher sehen, es ist schon ziemlich amüsant, die wurde halt vorne tiefer gelegt an der Gabel plus hinten tiefer gelegt. Und es ist ziemlich amüsant zu fahren, aber mal um ehrlich zu sein, es ist halt schon ein bisschen gefährlich, wenn man es genau nimmt. Meine Freundin fährt jetzt natürlich überhaupt nicht so wie ich, also die fährt relativ ruhig Kurven oder so. Da ist es wirklich okay. Es ist nicht dramatisch, da kann man gut fahren mit. Aber wenn jetzt jemand wie ich damit fahrt, der sonst auf die Duke fährt, kann das, glaube ich, gefühlt lebensgefährlich werden. Ja, das werden wir jetzt nachher sehen. Das wird sicher amüsant. So, dann würde ich mal behaupten, los geht's. Wir sollten jetzt eigentlich nichts vor uns haben, damit wir die CBR voll ausleben können. Das kriegt sie noch alles ganz gut hin bis jetzt. Jawohl! Ach, schön! Oh, der Bodenschlürfer! Ach du Scheiße, ich weiß nicht, was da wirklich alles am Boden schlürft. Oh, das ist ein geiles Gefühl! Aber ich glaube, ihr habt jetzt so einigermaßen verstanden, auf was ich etwa hinaus will. Also das Rastenschleifen ist hier on top, ganz ehrlich. Es ist irgendwie ist es amüsant, also wirklich amüsant. Aber andererseits, wenn man dauerhaft damit fahren muss, ist es wahrscheinlich einfach gefährlich. Und der Spaß steht jetzt sicher an vorderster Stelle, wenn man die ganze Zeit... Also wenn man halt nicht so weit in die Kurve gehen kann. Aber jetzt müssen wir da oben Pause machen, weil die so lang brauchen, um hier runterzufahren. Aber der Scheiß ist halt, man muss echt noch dermaßen aufpassen, weil ich bin mich so an die Duke gewohnt, dass ich einfach, wenn ich merke, die Kurve wird schärfer, lege ich halt noch mehr rein. Mit der geht das aber nicht, man kommt irgendwann nicht mehr weiter runter, weil ich halt schon das ganze Zeugs am Boden schleift. Ja, da muss man echt aufpassen. Da muss man echt aufpassen. So, jetzt düsen wir auch mal los. Jo. Ich glaube, das Hauptproblem ist eigentlich, sobald das Ding aufkommt, dass man sich erschreckt. Und das ist wahrscheinlich das hauptsächlich Gefährliche. Weil wenn man damit rechnet, wie ich jetzt halt einfach, dann ist es gar nicht so wild. Dann bleibt man halt einfach in der Kurve, aber sonst geht man halt sofort zurück, weil man sich erschreckt. Und das ist dann, glaube ich, wirklich das Gefährliche. Da war's wieder! Bitte lass es einfach Funken regnen, damit man das auf der GoPro sieht. Das wäre so genial. Also grundsätzlich ist es nicht so, dass man keinen Spaß mit der Maschine haben kann. Jetzt das Fahren allgemein, man kommt jetzt nicht unbedingt weit runter. Aber eigentlich ausreichend, dass man doch ein bisschen schneller um die Kurve kann. Aber
meiner Meinung nach ist es halt einfach gefährlich. Da baut man kein Vertrauen zum Motorrad auf. Nächste Challenge, ganz fix Knieschleifen mit dem Ding. Oh ja, ja, okay. Wir lassen nichts mehr vom Fußraster übrig. Du, also es geht. Das ist... Wow! Leider ist der ganze Spaß nicht nur lustig, sondern hier sieht man auf dem Bild eindeutig, wie nicht nur der Fußraster, sondern der komplette Ständer am Boden ist und dadurch mir das Hinterrad weggerutscht ist. Dann bin ich natürlich auf die Bremse gegangen, dann hat es mir das Motorrad aufgestellt und ich bin fast aus der Kurve rausgefahren. Also es kann schnell mal noch doch gefährlich werden. Okay, ich sag nie mehr was. Ja, es sind halt diese 180 Grad Kurven, die das Tieferlegen komplett zerstören. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Wären es jetzt so normale Kurven, die ja auch Spaß machen zum Fahren, dann wäre es glaube ich gar nicht so tragisch. Jetzt habe ich echt schon langsam ein bisschen Schiss jetzt. Ich glaube, ich bin's nachher. Hui, das Feuer war jetzt doch eine Nummer zu übel, das meine ich halt. Wenn man das Gefühl hat, man sitzt gefühlt auf der Duke und kann nachher einfach weiter in die Kurve und dann geht's nicht, dann fährt man geradeaus. So, aber das soll es auch gewesen sein mit dem Bodenschlürfer. Ja, es war eine ganz witzige Erfahrung, aber wie gesagt, es ist halt auch einfach meiner Meinung nach viel zu gefährlich. Ja, geht halt nicht anders, wenn man wirklich zu klein ist. Aber es ist halt trotzdem, muss man einfach nochmal mehr aufpassen. Oder es nicht so übertreiben wie ich. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, würde mich ziemlich freuen. Und dann würden wir uns beim nächsten Mal sehen. Haut raus, passt auf euch auf und ciao.